So, meine Freunde, da sind wir wieder. Gleich im Anschluss. Garage Kommunikation. Von der letzten Folge. So, mal gucken, was uns diese Folge erwartet. Alter! Sackgang. Au! Von wo denn? Ach da! In dein Gesicht, du! Wer hätte es gedacht? Hinter uns kommt ein Gegner. Leistungsschwankungen in Hauptroute 48 A6. Umleitungsversuch wird gestartet. Der überlebt es. Gibt's aber nicht. Ist irgendwas zum Berühren? Sieht hier auch äußerst. Primäre Kommunikationssysteme offline. Au. Versuch, Sekundärpower zu konfigurieren. Fehlgeschlagen. Boah, ich schieß den genau in den Kopf, ne? Das ignoriert der einfach. Okay, auf jeden Fall die Kommunikation kriegen wir gerade nicht hin. Sehr schön. Genau so wollen wir das. Kommunikationssystem überlastet. Oh. Kommunikationssystem deaktiviert. Alter, der hat ein Schild. Ekel. Was? Geht doch. Haben diese Granaten eigentlich viel zu selten eingesetzt. Die nächsten paar Gegner werden erstmal dran glauben müssen. Ja, sie brauchen eine Karte. Hm. Schön. Steht alles in Flammen. Nein. Wenn man die Granate zu lange in der Hand lässt, dann geht die hoch. Oh, scheiße. Oh. Oh, das Ganze nochmal. Ganze nochmal, jetzt wird es eine Art Speedrun. Kommunikation, zack. Jetzt beeilen wir uns mal. Ach, scheiß drauf. Leistungsschwankungen in Hauptroute 48 A6. Umleitungsversuch gestartet. Zack. Ich wissen wir. Versuch, Sekundärtower zu konfigurieren. Fehlgeschlagen. Bam und bam und bam. Ach, wie das nervt. Ja, dam, dam, dam. Der macht das Kommunikationssystem kaputt. Überlastet. Kommunikationssystem deaktiviert. Ich mal hier mal gleich, zack. Oh, la la la. Komm zu spät. Ja, da, da. Zack.
Tschüss. Also ich hoffe nicht, dass uns noch mehr Gegner mal entgegenkommen, also neue Gegnertypen oder irgendwelches. Ganz gleich wieder da. Zack. Zack. So, eins runter. Oh gut, Spiel. Zum Glück, das Spiel speichert zum Glück. Boah! Ich hab's gehört, ne? Ich hab's gehört. Ich konnte es mir denken, wo es sitzt. Aber es hat uns trotzdem. Ah, weg hier. So. Oh. Fetter Sack. Boah, so, wir nehmen jetzt wieder ein bisschen hier die Plasma-Waffe. Man muss ja. Da. Boah. Geh weg. Aber ohne. Dachte ich gerade, das ist die diese Version, die wir schon kennen, nur noch mal in. Boah. Sind's aber echt viele Gegner. So, jetzt müssen wir hier warten, bis das. So, spießt das. Oh, erstmal speichern. Hä? Was zur Hölle? Was war das denn? Ach, da hat uns das Ding erdrückt. Not today, Motherfucker. Jetzt ist es weder gruselig oder sonst was. Jetzt sind es einfach nur Massen. An Gegnern. Ich habe keine Ahnung, ob wir überhaupt richtig gelaufen sind. So, mit schön in die Füße geschossen. Da stirbt mir ja normalerweise auch im realen Leben. Also wenn ich jemand den Fuß schieße, dann ist der tot. Ist ja klar, ist ja. Kann man jedem Medizinbuch nachlesen. Fußschüsse sind. Beim Otto Normalbürger immer tödlich. Boah. Immer tödlich. Ich will noch ein. Okay, der kleine Roboter wird uns jetzt helfen. Diese Ärzte wird jetzt wohl. Das Schöne ist, müssen wir da selber wenig machen. Komm, geh. Ich folge. Komm, geh, kleiner Mann. Geh. Ich muss mich ja fast konzentrieren hier. Aber Mist, das Abschnitt ist gerade weder gruselig, weder sonst noch was. Das sind halt bloß wahnsinnig viele.
Vieh ist so hilfreich, das geht gar nicht, ey. Für den kleinen Helfer hätte ich auch gern zu Hause. Der vielleicht noch putzt, abwäscht, aufräumt. Warum denn nicht? Au, 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 da kommt ja noch einer. Die kommen echt überall her, die Säcke. Okay, kleiner Roboter. Oh. Weiter will uns nicht begleiten. Na gut. Sei es drum. Dann gehen wir unseren eigenen Weg. Kommt bestimmt ein Vieh raus, werde ich drum. Jetzt kommt der Aufzug. Andere Frage, wo müssen wir jetzt hin? Okay, ist ja die Steuerung. Der Computer sind Swan und Gambo immer noch in der Gegend. Also Vorsicht. Ich setze die Nachricht ab. War kein Problem. Gar kein Monster? Kein gar nichts gerade? Manuelle Verbindung eingerichtet. Berlin, hören Sie mich? Ja. Von der Konsole. Rufen Sie keine Verstärkung. Solange wir nicht wissen, was zur Hölle hier los ist, bleibt das Gebiet unter der Kontrolle der UAC. Stoppen Sie sofort die Übertragung. Satellitenverbindung hergestellt. Sehr schön. Übertragung. Sie wissen nicht, was Sie getan haben. Keiner weiß, was geschieht, wenn die Kreaturen das Schiff in die Hände bekommen. Sie haben vielleicht die ganze Erde in Gefahr gebracht. Ich gehe nach Delta, um es aufzuhalten. Übertragung erfolgreich. Sehr gut, Marie. Ich habe die Meldung empfangen, dass die Flotte schon unterwegs ist. Ich warte hier in Delta auf dich. Komm möglichst schnell her. Okay, erreichen Sie das Blabla, die Magnetbahn. Ja, selbst so, gleich kommt Gegner. Gleich macht irgendwo Bumm. Die Frage war da noch Raum, den wir übersehen. Ich sehe hier stundenlang kreuzter Quereier und nichts findet. Müssen wir jetzt wieder zurück bestimmen, oder? PDA, mal nachgucken. Begib dich zur Magnetstation, okay. Kommst du mit? Nein? Not today, motherfucker. Jetzt, jetzt müssen wir alle. Oh. Schön. Wo kommen wir jetzt raus? Bitte schön. Ja, bestimmt da oben durchklettern, oder? Leiser, gibt es hier irgendwo was? Nee, du hast ja keine. Nee, hier ist unsichtbar Wand, hier geht's nicht weiter. Schön, wo gehe ich da jetzt lang? Technik ist ja nicht.
Hier ist aber auch kein Raum mehr, wo ich lang kann. Also entweder waren wir zu schnell und haben irgendwo eine Karte übersehen. Munition standing by, okay. Es ist gerade äußerst merkwürdig. Ich werde meinen Arsch drauf, wir haben irgendwo was übersehen. Irgendeine Karte nicht geholt und... Schwuppsdiwupps, kommen wir jetzt hier nicht weiter. Weil ich irgendwie vor uns durchgerannt bin wie ein Wahnsinniger. Aber ich sehe aber auch keine Möglichkeit, jetzt hier noch irgendwo lang zu gehen. Boah, wir haben echt wahrscheinlich eine Karte vergessen oder so. Was ist denn so die letzte Karte, die wir aufgesammelt haben? Audiolog von Officer Van Wolf vom 7. Oktober 2145. In den externen Redundanzprotokollen wurden unautorisierte Übertragungen gefunden. Diese Protokolle werden sonst nicht ausgewertet. Eine ungeplante Prüfung hat jetzt jedoch erhebliche Aktivität aufgedeckt. Diese Angelegenheit wird weiter geprüft. Besonders interessant sind die Übertragungsblöcke D4560 und DE3288, die nicht mit Basissystemen verknüpft sind. Weitere Informationen folgen. Ey, was ist denn das jetzt hier? Ich komme ja echt nicht. Man kann ja durchfeuern. Ist aber auch nirgendwo was aufgebrochen, wo man reinklettern kann oder so. Och, Alter, wir haben wirklich irgendwo so eine Dreckskarte vergessen. Ich gucke jetzt einmal oben noch in die Satellitensteuerung. Dann mache ich dann hier erstmal einen Break, weil wir hier oben jetzt nichts finden. Ist aber auch keine Tür, kein gar nichts. Wir haben auch nichts übersehen. Liegt auch keine Karte mehr rum oder ist irgendwo ein Ausgang? Nee. Wir sind hier gefangen. Wir sind hier schlicht und ergreifend gefangen. Auch die Fensterscheiben lassen sich nicht einschlagen. Ah. Seh da. Jetzt können wir auch runter. Gut. Sieh da, man hat's gefunden. Man hat's gefunden, das ist schön. Gucken, was uns hier noch erwartet. Ich hab Angst. Geh nicht auf. Ja, ich hab's gewusst. Zack. Und das war widerliche Alien-Gesicht. Ganz viele widerliche Aliens. Ist das andere widerliche Alien? Schön in den Korpus. Lösen so.
Ich würde sagen, was uns dann vielleicht nach diesem Aufzug erwartet, werden wir vielleicht auch in der nächsten Folge erst rausfinden. Wir sind schon wieder bei einer Viertelstunde, 20 Minuten mittlerweile Aufzeichnung. Und ja. Na komm, geh auf. Ich würde sagen, was uns dann in der nächsten Folge erwartet, werden wir sehen. Ich bin selber gespannt. In diesem Sinne, ich verabschiede mich von euch ganz recht herzlich fürs Zugucken. Wem es gefallen hat, lasst mir bitte ein Like oder einen Kommentar da. Hat es euch mehr gefallen, gern ein Abonnement. Ja, in diesem Sinne, ich bin euer Crimson und see ya.